Hallo und privat, liebe Zuschauer, ich wollte euch in diesem Video mal zeigen, was zu viel Wasser an einer Knolle ausmacht, die noch keine Wurzeln hat. Und zwar ist das bei der Arisaeum-Knolle der Fall, weil die mögen es eigentlich gar nicht, viel Feuchtigkeit zu haben, bevor noch kein Blatt quasi gewachsen ist. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich keinen Austrieb seit Monaten an dieser Knolle habe. Und ich habe sie eigentlich wenig gegossen, aber dieses Jahr hat das schon der Himmel besorgt. Und hier kann man jetzt wunderbar erkennen, sie hat zwar Austrieb, aber nicht an der Stelle, wo es eigentlich sein sollte, und zwar hier die Mitte. Die Mitte ist total weggefault. Kann man hier sehr schön erkennen, und man kann hier auch ein bisschen Pilz schon erkennen an diesen Stellen, und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und zum Glück hat sie hier aus den Tochterknollen, die sie eigentlich bilden wollte, neue Pflänzchen wachsen lassen, und ich hoffe jetzt, wenn ich die Pflanze hier bzw. die Knolle in die Erde setze, dass hier auch was rauskommt. Und zwar hier kann man gut erkennen, dass hier überhaupt keine Wurzeln getrieben sind, gar nichts. Hier auch keine Wurzeln. Zuerst kommt halt die Pflanze an sich, der Haupttrieb, die schöpft die Kraft aus der Knolle. Und hier ist das natürlich nicht mehr so der Fall, weil die Knolle halt zum größten Teil weggefault ist. Aber es ist halt, wie gesagt, auch keine Wurzelbildung. Und deswegen muss ich jetzt warten, was passiert. Halt, ich darf jetzt die Knolle nicht gießen mehr weiter. Ich muss jetzt den Austrieb beobachten und hoffen, dass dort halt sich ein paar Pflänzchen daraus entwickeln. Und hier habe ich schon einen Topf vorbereitet, wo ich sie reinsetzen werde. Und zwar habe ich hier poröse Erde genommen, so eine Mixtur aus Tonkugeln, wie man hier sieht. So ganz kleine Tonkügelchen sind das, und vielleicht kann man sie erkennen. Ja, auf jeden Fall ist die Erde ziemlich grob, auch mit Sand angereichert und sehr durchlässig. Und da setze ich die Knolle rein, und man kann auch hier euch noch mal zeigen, hier unten, wie matschig die hier ist. Richtig matschig. Überhaupt nicht schön. Und wie gesagt, wir haben auch ziemlich viel Regen gehabt in letzter Zeit, und die Temperaturen waren auch nicht gerade die tollsten. Und hier setze ich jetzt die Knolle in den Topf. Tue neue Erde drauf. Und dann werde ich mal abwarten, was so passiert. Auf jeden Fall werde ich sie ins Haus stellen. Und gegebenenfalls werde ich da noch dann Erde aufschäufeln, dass die Knolle ein bisschen tiefer in der Erde ist, wenn ich jetzt hier sehen sollte, dass sich hier was tut. Dann kommt noch ein bisschen neue Erde dazu. Gegossen wird jetzt nicht, weil, wie gesagt, er hat genug Wasser bisher abbekommen. Und jetzt warte ich halt auf den Neuaustrieb. Ich werde sie auch mit ins Haus nehmen, wo kein Regen dran kommt und wo die Temperaturen konstant sind. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe, ich kann sie noch retten. Das ist übrigens die Arisaema griffithi. Eine sehr schöne Arisaema. Aber leider habe ich in diesem Jahr nichts davon. Ja, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr in einem weiteren Video wieder bei mir seid. Bis dahin, tschüss!